Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir machen jetzt wieder eine Runde Assetto Corsa Competizione. Sprich, ich gehe wieder hinten auf den Sitz. Ich mache das jetzt mal so. Ich habe jetzt die alte Webcam, die ich jetzt noch hatte. Weil das ist ja jetzt die Logitech C920. Ich habe die alte, habe ich jetzt mal an die Xbox angeschlossen. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch streame. Das heißt, ich werde jetzt auf Twitch streamen. In niedrigster Qualität. 720p. Und werde es gleichzeitig hier aufnehmen für YouTube. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Kamerarahmen und Kamera an sich habe ich entfernt aus der Live-Ansicht. Dafür ist dann über die Xbox ein Kamerabild zu sehen. Bisschen dunkel vielleicht, aber ihr kennt ja die alte Kamera. Gut, dann legen wir doch einfach mal los. Viel Spaß! So, da sind wir. Ich habe es eben schon gesagt, ich streame auf Twitch und nehme das Ganze am Computer auf, damit wir hier einfach mal ein bisschen fahren können und die Kamera ausprobieren können. Karriere fortsetzen. Solda. Fahre ich jetzt noch den Lamborghini? Wahrscheinlich, ne? Stand da jetzt gar nichts. So, das darf ich nicht vergessen. Hier immer die Controller zu bewegen, dass mein Ton nicht weggeht. So blöde gemacht, ne? Freies Training. Oh, McLaren? Es geht kein Force Feedback. Nee. Wahrscheinlich ist es dieses Quick Resume Feature, wo das Force Feedback abstürzen lässt. Ist ja in Ordnung, ist okay. So, die Strecke kenne ich überhaupt nicht. Ich habe noch nie von dieser Strecke gehört, Soldat. Schauen wir mal. Oh ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Aktion mal höher drehen. Eieiei. Okay.
erstmal an die Strecke gewöhnen. Wie gesagt, ich kenne die überhaupt nicht. Das heißt, ich habe keinerlei Anhaltspunkte. Dementsprechend muss ich versuchen, mir die einzuprägen. Ja, der Lenkwinkel passt jetzt natürlich überhaupt nicht zu McLaren. Eieieiei. Merkt man sofort. Aber ich kann jetzt auch nicht gucken gehen. Ich muss sehr weit lenken, um die Kurve zu kommen. Oh Gott, oh Gott. Seht ihr eigentlich die Kamera? Ich sehe sie nämlich nicht. Eingestellt habe ich sie. Aber ich kann nichts sehen. Ah ja, ich sehe oben das Kamerasymbol, also scheint die Kamera an zu sein. Oh, wo habe ich denn die Kamera hingemacht? Nach hinten? Ah, hier. Das sieht doch übersichtlich aus. Okay. Das war schon mal nix. 1,48. Nächste Session. An sich, Strecke macht einen guten Eindruck. Sieht spaßig aus. Man muss sie halt nur kennenlernen, ne? Aber das ist klar. Und für diejenigen aus dem Stream, die nicht das erste YouTube-Video gesehen haben, ich habe nichts eingestellt. Gar nichts. Das Lenkrad habe ich jetzt ein bisschen eingestellt, aber Auto-Setup gar nichts. Wie ihr eben schon gemerkt habt, wusste ich ja noch nicht mal, dass ich jetzt McLaren fahre. Dementsprechend
das alles mal noch so testen, machen, gucken, tun. Oh, oh, oh. Dann schauen wir mal. Automatik fahren muss ich auch, da mein rechter Schalthebel Mucken macht. Mal geht er nicht. Wenn er dann geht, dann überspringt er zwei Gänge. Also muss irgendwo ein Wackelkontakt drin sein. Aber das sollte wohl das kleinste Problem sein. Aufschrauben, WD-40 drauf. Und dann geht das bestimmt wieder. Weil WD-40 und Panzerband kann man eigentlich alles reparieren. Die Kurve, die ist schon ein bisschen nervig. Das ist ja schon Monsterniveau. Üble Zeit. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Danke. Wenn du mich doch da stehen siehst, dann fahr mir doch nicht rein. Junge! Thank you.
Meine Axt hat ganz schön was abgekriegt. Das Lenkrad steht nämlich schief. Ist nicht ohne. Ist halt schon was anderes wie Forza. Kann man sich dran gewöhnen. Jetzt ist das Lenkrad da jetzt. Die Traktionskontrolle stellt sich immer wieder zurück. Okay. Gucken wir mal. So, wäre ja wünschenswert, wenn man da einigermaßen vernünftige Zeit hinkriegen. Top 3 sicherlich nicht. Aber wenigstens nicht letzter. Das verletzt mein Stolz. So wird das aber nichts, Leute. So wird das nichts. Da muss man viel üben. Aber dann wird es wenigstens ein bisschen interessanter für euch. Wäre langweilig, wenn man da die ganze Zeit nur gewinnt, gewinnt und gewinnt. Was übrigens der Grund war, warum ich in den 90ern, Ende der 90er, aufgehört habe, Formel 1 zu gucken. Das Schumi gewinnt war klar, jedes Jahr aufs Neue. Und dann war es eigentlich zu langweilig. Da hatte ich dann keine Lust mehr darauf. Hat mal nicht gemeckert wegen der Kurve. Dann habe ich wenigstens eine Zeit. Aber jetzt habe ich es verbockt. Runde ungültig. Ja, ich muss mich da ein bisschen mehr konzentrieren.
Ich hab die Kurve geschafft. Kurva. Zwölf davon 16. Na siehst du. Stück für Stück. So, das erste Rennen. Das erste Rennen überhaupt in dem Spiel. Anfang der Karriere war ja nur Zeitfahren. Und jetzt Bonus und Medaillen. Beende das Rennen auf dem Podium. Beende das Rennen auf dem 6. oder einem besseren Platz. Vielleicht. Beende das Rennen innerhalb der Top 10. Könnte ich mir vorstellen. Schließe alle Sessions ab, ohne eine zu überspringen. Ja, klar. Schließe mindestens 2 Überholmanöver ab. Will ich doch hoffen. Fahre 100% gültige Runden. Dafür ist es, glaube ich, zu früh. Go in double file. So, rolling start. Sorry. Meine Bremsen sind eindeutig nicht so stark wie den hier. Vielleicht muss man auch noch was umstellen. Bremse! Eieieiei. Was will denn der? Was steht da? Was soll ich tun? Leute. Vor allem, wie kann ich denn da irgendwas machen? Steuerkreuz ist anders belegt. Aber mein Auto ist kaputt. Ich muss in die Box. Das ist sicher.
kriegt man das angezeigt irgendwo, wenn man in die Box gerufen wurde? Oder kann ich den Boxenstopp anfordern? Oder einfach reinfahren? Ich kenne das Spiel leider nicht. Axe ist völlig hinüber. Ich fahre jetzt einfach mal in die Box. Wenn ich sie finde. Okay. Da habe ich wohl den Eingang verpasst. Oder die Einfahrt. Gott, das Lenkrad schief. Komm, Digga, fahr vorbei. Völlig hinüber die Lenkachse. Oh, wow, 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 wow. Ah. Wo ist die Box, Leute? Hey, 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 Kollege. Das war jetzt nicht nett. Oh. Völlig kaputt. Ah. Da ist die Box. Oh Gott. Lenkung will nicht mehr. Oh Jesus, nee, oh yes. Ja. Ich kann nicht lenken. Oh, komm, komm. Oh. Das ist okay? Gut. Junge, Junge, Junge. Was ein Spaß. Endlich mal ein Spiel mit Boxenanimation. Ach Gott. Gibt's schon ewig nicht mehr. Lasst euch Zeit, Jungs. Ah, da ist eine Nachricht, um in die Box zu fahren. Erforderliche Zeit 1:33. Was?
1,45 bin ich gefahren. Zählte das jetzt nicht als Pflichtboxenstopp? Das wäre fies. Ich muss noch mal die Box. Ist ja fies. Aber gut. Wie viel Zeit habe ich denn noch für den Pflichtboxenstopp? Ich würde nämlich auch gerne mal eine gescheite Runde fahren. Dass ich wenigstens die Zeit einigermaßen hinkriege. Oder die Chance habe, die Zeit zu fahren, die Pflichtzeit. Nein, 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 nein. Faster car coming up behind. Watch out. Thank you.
1,42. So wird das nix. Pa. Dann kann ich ja jetzt meinen Pflichtstopp machen. Boxengas offen. Das ist so unübersichtlich. Man könnte doch, wenn man schon die Karriere fährt, mal erklären, wo was ist, was man drücken muss. Da wirst du einfach da reingeworfen und weißt nicht, was zu tun ist. Irgendwo eine Information über die Box. Nee, ne? Darf ich eigentlich vorher schon da runter? Ja, ne? So. Nur Pflichtstopp. Na, da können wir da Boxenlimiter ein. Boxenstopp-Strategie. Reifenwechsel, Bremsenwechsel, okay. Reparaturen, ja, die macht er jetzt natürlich. Und weiter geht's. Steht er immer noch? Hat er was kaputt gemacht? Deswegen bin ich auch nicht 16 da, weil da schon einer in der Box steht. So, jetzt mal die Reifen auf Temperatur bringen, bevor ich da wieder rausfliege. Und die Bremsen auch.
Warum rutsche ich da immer weg? Ich habe Traktionskontrolle auf 8 von 8. Ich gebe kein Gas in dieser Kurve. Und trotzdem rutsche ich hinten weg. Bin auch nicht zu schnell gewesen jetzt gerade, ne? Ich merke schon, da braucht man viel Training für sowas. Also als ich mir die anderen Streams auf Twitch angeguckt habe mit dem Spiel, sah das recht simpel aus. Aber anscheinend haben die halt einfach nur Erfahrung, ne? Mit solchen Sim-Racern. Ja. Schalte doch runter. Gibt's doch nicht. Was soll das? Und die sind schon am Feiern. Hebt mir ein Glas Shampoos auf, Leute. Blauer Rauch? Haben sie noch einen Papst gewählt? Ich bin ins Ziel gekommen. Was willst du mehr? Strafendebüt. So. Rennen Nummer 2 und dann haben wir's. We'll be right back.
bin jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger, um mich zu konzentrieren. Und irgendein Erfolgserlebnis brauche ich noch. Irgendwas. Und wenn es so eine saubere Runde ist. Oh nein, nein! Ach, Junge! Vergiss es! Jetzt dachte ich doch wirklich, es geht ohne die Traktionskontrolle nachzurüstieren. Aber nö. Das ist echt nicht ohne das Spiel. Ich hatte das einsam mal kurz ausprobiert. Damals. Das fand ich schon sehr, sehr schwer. Also, da muss ich sagen, da geht das hier noch einigermaßen angenehmer zu fahren. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Nichts für kleine Kinder. Nein, 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 nein. Oh. Dann machen wir doch nochmal den Pflichtboxenstopp. Dann ist das auch erledigt. Komm, komm. Thank you.
8. 8 ist gut. Go, go, go. Wie der Franzose sagt. Disqualifiziert wegen Tempoüberschreitung. Wozu habe ich denn den Limiter? Oh nee. Wiederholung habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Schön aus. Aber das Stück in die Boxengasse interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Oder noch hier. Rückwärts, die Ergebnisse. Bla 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 bla. Autowechseln. Wir können uns doch mal die angucken, die es können. Lambda, was haben wir noch? Ja, ich mag ja Audi R8. Schöne Autos. Ja, schick. Schick das Spiel. Gefällt mir, aber muss man halt dranbleiben. Ne? Das ist nichts, was man mal alle 4 Wochen mal ein Stündchen spielen kann oder so. Da muss man dranbleiben. Na gut. Immer noch Sturm da draußen. So, verlassen, bestehen. Rappelt aber ganz schön. Trotz Kopfhörer. Fortsetzen? Zu Ende angucken oder was? Oder nochmal fahren. Hä? Ist das Neustart jetzt oder was? Tatsächlich. Going double file. Probieren wir es nochmal. Eigentlich wollte ich einen Schluss machen, aber wir probieren es nochmal. Und dann machen wir auf jeden Fall Schluss. Das passiert. Das passiert. War ein bisschen eng. Ich bin mal gespannt, ob wir einen überholen können. 20 Minuten Zeit für so einen kleinen Vorsprung aufzuholen. Für einen, der nicht fahren kann.
Kann doch nicht wahr sein. Hätte ich Gas gegeben, würde ich es verstehen, aber ich bin runter vom Gaspedal. Man sieht es ja unten rechts, dass ich nicht auf dem Gas war. Ich komme mir so ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Ja.
Da war ich gedanklich woanders. Pflichtstopp. Der Bitte ist da auch. Ja. Das wäre es auch besser, wenn ich da reinfahre. Ach so, erforderliche Zeit ist in der Box. Das vorhin die 1,33. Das war dann der Aufwand zum Reparieren. Die gewünschte Zeit, die ich fahren soll. Aber guck mal, 1,44, meine beste bisher. Was? Der Boxenfunk ist zu leise. Oh, warte mal. Und zum Lesen habe ich da auch nicht die Zeit. Toll, ich muss alles andere leise machen. Ja, dann machen wir das. Ich will das hören. Bei 10% runter. Umgebung. Wo kann man das bleiben? Was für ein bisschen. Achso, in den Menüs, ne? Weg damit. Oh, hätte ich vielleicht nach rechts gehen können. Mit so einer Fläche. Auch so. Und hier auch. Gut.
1,43. Nein! Das macht doch echt keinen Spaß. Krieg mich aber nicht, das schnellere Auto. Jetzt kann's vorbei, Digga. Komm. Komm, Junge. Ihr braucht gar nicht mit euren blauen Fahnen zu gehen. Ich gehe auf die Seite, aber da muss er halt auch vorbeifahren. Wenn er das nicht hinkriegt, dann ist er auch nicht schneller. Leute, dann fahrt ihr auch mal vorbei. Nee, weg ist er. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, jetzt habe ich es verbockt. Nee. Thank you.
Ja, wo ist denn dein faster Car? Ich habe den Pflichtbox-Stop nicht gemacht. Ist egal. Ja, fahren wir doch voll rein. Slow car ahead. Vielleicht kann ich den da überholen. Oh Gott. Und irgendwas ist da kaputt. Schon gemein, dass sie mit dem Feuerwerk anfangen. Das Rennen ist noch gar nicht vorbei. Oh, sorry. Jetzt ist das Rennen vorbei. Aua. Was hatte ich denn jetzt? Disqualifiziert. Ja, und das war's, Leute.
Man muss tatsächlich viel, viel üben. Jetzt kommt auch noch Brands Hatch bei Regen. Freut euch auf das nächste Video. Da werde ich sicherlich ausrasten. Gut. So Leute, das soll es gewesen sein. Wie ihr gesehen habt, das war ganz schön spannend. Nicht? Es ist wirklich sehr schwer. Also da gehört einiges an Übung dazu. Ich muss schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Und wenn nicht, haben wir doch alle was zu lachen. Macht doch Spaß. Vor allem beim nächsten Video. Wir haben es ja gesehen. Brands Hatch ist schon mal nicht ohne. Und dann auch noch bei Regen. Was für ein Auto, weiß ich gar nicht. Das könnte in der Tat sehr interessant werden. Schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.